Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Auf geht's, Start frei. Blätter auf der Straße, nasse Fahrbahn, Sommer- oder Winterreifen. Gerade im Herbst ist die Unfallgefahr enorm hoch. Und deswegen mache ich heute mal ein Fahrsicherheitstraining. Und Herr Klöppel, Sie sind heute mein Guide sozusagen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was erwartet mich heute? Ja, was erwartet Sie? Plötzlich auftauchende Hindernisse, eine glatte Kurve. Mal den Vergleich zwischen Sommer- und Winterbereifung zu erleben. Vielleicht mal die Grenzen des Fahrzeuges zu erleben. Und vielleicht erleben Sie heute auch mal Ihre eigenen Grenzen. Ich wollte es gerade sagen, ich behaupte, ich bin eigentlich ein guter Autofahrer. Ich habe noch keinen Unfall gebaut in den letzten 10 Jahren. Werde ich trotzdem Überraschungen erleben? Da würde ich von ausgehen. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen. Warum habe ich mein eigenes Auto dabei? Weil wir eigentlich immer empfehlen, das eigene Fahrzeug mitzubringen. Jedes Fahrzeug reagiert anders. Und es ist durchaus sinnvoll, das eigene Fahrzeug auch mal in Notsituationen zu erleben. Und wenn man auch so ein bisschen Vertrauen in die Technik bekommt, weiß, wie reagiert mein eigenes Fahrzeug. Herr Klöppel, ich bin gespannt und auf geht's. So, also meine erste Aufgabe ist jetzt hier auf einer nassen Fläche zu fahren. Mit 60 Stundenkilometern, hat Herr Klöppel gesagt. Und irgendwann kommt ein Hindernis. Und diesem Hindernis, das ist vergleichbar mit einem Auto, was vielleicht irgendwo rauskommt, muss ich versuchen auszuweichen. Auf geht's, Start frei. Okay, erfolgreich ausgewichen. Ja, Herr Klöppel, wie lautet Ihr Fazit? Also es war jetzt das erste Mal, dass ich das so gemacht habe, aber es ist trotz alledem ungewohnt. Mhm. Ganz klar, ist eine kritische Situation hier durch Studiobedingungen dargestellt. Da fühlt man sich auch nicht ganz so wohl in der Lage. Aber für den ersten Durchgang ganz ordentlich gemacht. Ich denke mal, mit dem Bremsen, da können wir noch so ein bisschen optimieren. Mit dem Lenken hat gut funktioniert. Was bedeutet optimieren? Muss ich noch stärker bremsen? Also darf man da wirklich keine Angst haben? Genau, das ist ganz wichtig, dass wir sofort in der Lage sind, voll zu bremsen. Das heißt, mit aller Kraft auf das Pedal und dann auch wirklich bis zum Stillstand runterbremsen. Nächste Übung sehen wir hier unten. Was ist das? Ja, auch wieder eine schöne Gleitfläche, wie Sie die eben schon erlebt haben. Das heißt, glatter Untergrund, winterliche Bedingungen, 9% Gefälle bergab und anschließend eine 180-Grad-Kurve. Und da wäre mal interessant, von Ihnen so eine Einschätzung zu hören. Was glauben Sie denn? Wie schnell kann man durch die Kurve fahren? 40? Ich würde es mal offen lassen und würde Ihnen gleich mal so einen Freiraum lassen, so sagen wir mal zwischen 30 und 50. Okay. Und Sie versuchen mal rauszubekommen, wie schmal der Grat ist zwischen geht und geht nicht. Wir werden es machen. Es ist unglaublich, man hat wirklich überhaupt gar keine Kontrolle über sein Auto. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also mit 50 km/h keine Chance. Ja, Düber, dann können wir zum nächsten Durchgang starten. Eben mit 50 haben Sie ja gemerkt, das hat gar nicht funktioniert. Und Ihre Wunschgeschwindigkeit war ja so, Ihre Einschätzung war ja, dass es mit 40 km/h geht. Also fahren wir jetzt mal 40. Auf geht's. Keine Chance. Ja, war jetzt nicht ganz so dramatisch, aber funktioniert hat es irgendwie immer noch nicht so richtig. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe den Mund etwas zu voll genommen. 40 km/h klappt nicht. Yeah.
Jetzt gibt es noch ein großes Thema und das ist nämlich das Thema Sommerreifen oder Winterreifen. Gibt es Vorschriften, wann ich Winter- oder wann ich Sommerreifen benutzen muss? Ja, also erstmal gibt es eine Empfehlung. Das gilt immer noch seit langem von O bis O, von Oktober bis Ostern. Das können wir mal als Empfehlung auf jeden Fall für die Winterreifen aussprechen. Wir sind aber auch vom Gesetzgeber her verpflichtet, unsere Fahrzeuge den Witterungsbedingungen und Fahrbahnverhältnissen entsprechend auszurüsten. Das heißt bei schneeglatter Fahrbahn ganz klar Winterreifen. Ja, und für diesen Sommerreifen-Winterreifentest hat unser Auto jetzt kurz Pause. Hier sind zwei andere Autos. Warum? Ja, das hat folgenden Hintergrund. Ich würde Ihnen jetzt gerne mal die Möglichkeit geben, so einen Vergleich zwischen Sommer- und Winterreifen selber zu erleben. Wir haben identische Fahrzeuge, okay, identische Reifengröße, aber das eine Fahrzeug mit Winterbereifung, das andere mit Sommerbereifung. Ihre Aufgabe, jetzt erstmal mit dem Fahrzeug mit Winterreifen hier auf der Gleitfläche runterzufahren, sobald Sie die Wasserfontäne sehen, aus 50 km/h eine Notbremsung. Normal müssten Sie dann eigentlich davor zum Stehen kommen. Danach würde ich Sie bitten, mal in das Auto mit Sommerreifen zu steigen und einfach mal den Eindruck mitzunehmen. Was passiert? Wie ist der Unterschied? Ist da ein Unterschied oder wie auch immer? Ja, ist da? Ist Wahnsinn. Also es ist wirklich beeindruckend. Man hört es zwar immer, ne? Und ja, Bremsweg verlängert sich. Aber wenn man das jetzt mal so am eigenen Leibe, unheimlich ist es schon fast. Da, wo das eine Auto wirklich gestanden hat mit den Winterreifen, sind sie noch mit relativ hoher Geschwindigkeit eben in das Hindernis hineingefahren. Ne? Wahnsinn. Ja, im Prinzip, was macht's aus? Sichere Fahrwahl. Also erstmal natürlich, ich muss mein Fahrzeug den Witterungsbedingungen entsprechend ausrüsten. Das heißt, Winterreifen gehören rechtzeitig aufs Fahrzeug. Das Licht muss entsprechend überprüft werden. Ich muss klare Sicht haben. Das alles ist wichtig. Und ich muss natürlich, umso schwieriger die Bedingungen sind, umso mehr muss ich darauf achten, dass ich wirklich vorausschauend fahre, möglichst früh Notsituationen erkenne, damit ich darauf reagieren kann, meine Geschwindigkeit entsprechend anpasse. Das haben Sie heute mehrfach erlebt, dass das Auswirkungen haben kann. Ja, das sind so die wichtigsten Geschichten und einfach vielleicht ein bisschen gelassener fahren, Zeit einplanen. Gerade im Winter vielleicht 5 Minuten früher losfahren. Vielen Dank. Wenn Sie auch mal Lust haben, hier so ein Training mitzumachen, es kostet ab 89 Euro aufwärts, ist das möglich. Nicht umsonst, aber mit Sicherheit besser als ein kaputtes Auto.